Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. In der letzten Folge haben wir das leuchtende Meer noch ein bisschen erkundet und ja, wir sind über ein komisch aussehendes Monument gestolpert, welches wir auf jeden Fall erkunden werden in diesem Part, was hoffentlich ein bisschen Zeit hier in Anspruch nimmt, nicht so wie letztens, wo ich, weiß nicht, 3, 4 Orte gefunden habe, die aber alle irgendwie nicht nach so lange gedauert haben. Und ja, wow, man kann sogar hier hoch. Ich würde gerne wissen, was hier mit auf sich hat. Sieht irgendwie so aus, als müsste ich hier, dürfte ich ja gar nicht hin. Was soll's, sieht irgendwie aus wie verlorene Pyramide von Tutanchamun oder was, keine Ahnung, aber ja, sieht sehr groß aus. Vielleicht ist es ja auch irgendwie mysteriös hier drinne. Wenn ihr es auch mysteriös findet, könnt ihr ein Like, ein Abo, ein Kommentar hinterlassen, um den Kanal weiter zu helfen und am Laufenden zu bleiben mit diesem Projekt. Lange wird es, glaube ich, nicht mehr dauern, bis wir hier alles gefunden haben. Und da wir gucken, können wir bitte, sagt mir, wir können hier rein. Ja, ich bin schon mal gespannt, was hier drin ist. Ist halt nur so ein riesiger Bunker oder so. Da ist ja echt irgendwas Kryptisches drinne. Sieht schon aus, als hätten wir ja gleich alles erkundet. Mein Gott. So, sind doch keine Gegner, oder? Also, das könnte halt irgendwie für die Story wichtig sein, so ein Ort. Was ist das? Ah, Skelett. Die sind. Die kommen oft vor in diesem Spiel, also ja. Da ist irgendwas, was wir angucken können, wir aktivieren können, aber drücken können. Und ja, mal schauen. Ich meine, das ist halt nur richtig leise. Ich habe da schon laut für diese Verhältnisse, für die sonstigen Verhältnisse hier gemacht. Gehen wir mal da rein. Mal gespannt. Das Ding mal zu, wer weiß. Ich kommt ja noch irgendjemand, wo er muss ja eigentlich nur den Knopf drücken, dann ist er auch da drin. Was genau ist das hier? Hallo. Unglaublich überwältigende Skelett. Geschichten. Du hast plus 5 Strahlungsresistenz. Okay. Ist das denn einer? So ein Viech treffen wir ja, oder? So sieht er doch aus. Brücken der Sprengtüren. Was ist denn ein Wächter? Ah. Schon wieder hier so blöd im Licht oder was? Jetzt muss ich das schon wieder abfinden. Ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Verdammt. Jetzt keine Ahnung, wie das Ding hieß. Mal 10.000 Schlüssel. Ja. Kann nur im Sprengtür-Kontrollterminal des Wächterplatz Passcode verwendet werden. Okay. Wäre jetzt nichts Wichtiges. Das heißt, wenn ich mich irgendwie so freue oder so auf irgendwas, und dann ist irgendwie nichts hier. Hier treffe ich den ultimativen Boss wahrscheinlich. Gab es sowas überhaupt im Fallout 3? Ich weiß es gar nicht. Normalerweise ist das ja so, ne? Na, dann tun wir halt Dinge da rein. Oh Gott. Okay. Wo ist hier? Absol Alpha, Startbericht. Wir haben noch immer Probleme, die Mark 28 Atome mit unserem vorhandenen
Oder ich damit so, dass er immer rechter Platz Überbrückung der Sprengtüren. Okay, da stand schließlich in Kürze, wenn aber nicht geschlossen. Haben die Atombomben getestet oder was? Wenn ich jetzt so mir vorstellen. Warte mal, das ist das gleiche Ding, was ich gerade. Okay. Irgendwas machen, können wir so einen Start einleiten oder so. Schon gerade noch anderes. Okay, ich wollte schon sagen. Das ist aber hinzugefügt, ne? Ja. Keine Ahnung. Auf seiner Form so noch ein Fenster gemacht, ne? Das bringt es ja voll dann, wenn das wirklich so ein Atombombentest ist. Und sich noch eine Atombombe. Und Starkern. Und wie gut, dass hier alles mit dem Knopf geöffnet werden kann. Noch so ein Ding. Dann mach mal auf. Irgendwo wird da eine Wackelpuppe drin sein, oder? Komm, Schaden. Was? War zu groß, um da durchzukommen? Kapsel Beta, Startbericht. Schließlich neu, wir haben alle beim Test verwendet, Mark 28, meine, genau. Okay. Bin mir sicher, dahinter liegt eine sehr tiefgründigere Story, die ich jetzt noch nicht verstehe. Oder ja, wir haben Magazin mit mehr Strahlungsresistenz. Da war es Energieresistenz. Ich glaube Strahlungsresistenz, ne? Na, ich doch irgendwas bestimmt Gule, ne? Haben. Geschafft. Wenigstens mal ein etwas lang. Etwas längeres Gebiet. Ja, immer wenn ich die Wände sehe, habe ich das Gefühl, man kann da nicht durch. Oder geht nicht. Da, wo sind die Gegner? Unter mir, da ist. Ich dachte, da wäre ein Laser hier, so das Ding. Gott. So ein Verlangen, irgendwie auf die Atombombe zu schießen, die ich da unten gesehen habe. Alle Sprengtüren müssen geschlossen sein. Ne? Ich habe sie jetzt alle, hab sie jetzt alle aufgemacht. Meine Güte. Okay, machen wir das auch auf.
glaube nicht, dass wir irgendwie ein Ding hier noch einschalten können, ne? Ja, die Masse Erinnerung kann ich nicht entfernen aus meinem Inventar. Ich ein bisschen doof finde. Jetzt kommt ja gleich einfach so eine riesige Explosion, ne? Oder kann ich so einen Start einleiten? Das hat uns noch gefehlt. Ich mit noch stärkeren nuklearen Waffen in meiner Hand. So, so was von am Leben. Danke, danke. Ja. Yeah. Oh, au. Stark. Kennt das Atoms? Ja, ihr wart natürlich auch, ja. Seine Vault, nee, ne? War jemand? Wer gibt mir was? Wer gibt mir wieder so eine blöde Krankheit, ey? Seitdem hasse ich euch. VHTS kann ich jetzt schon mal nicht anvisieren, also die Atombombe. Wir werden mal ausprobieren. Den Sicherheitstüren hier. Wollen wir mal alles schließen wieder. Ich kann ja an hier aktivieren. Nehmen mal die Dinger erzählen auch dazu, ne? Die ist so da ganz oben, ne? Muss die Augen geschlossen sein, kann sie irgendwie nicht mehr zumachen. Aber das ist auch keine Sicherheitstür, ne? Das ist eine Tresortür. Großer Unterschied. So. Und das ist so. Das ist so. Das ist so. Wie normal to out so. Das ist so. Das ist so. Das Ding muss man zumachen. Gut. Ganz schön ruhige Parts in letzter Zeit. Irgendwie passiert nicht viel in letzter Zeit. Aber wir haben auch schon fast alles hier erkundet. Gut. Ist so. Da hat zwar nicht alle funktioniert, aber man kann es ja mal versuchen. Alle Sicherheitstüren sind geschlossen. Springt und können geöffnet geschlossen werden. Alle auf sie sind voll funktionsfähig. Sie automatisch schließen, aber
ja doch mal nichts, ne? Ich meine, die sind einfach nur dafür da, wenn man alle Türen hier auf und zu macht, ne? Na, mach mal hier aus, gut. Und das andere so ein Tunnel, da können wir ja durchgehen. Okay. Bing, bing, bing. Ich glaube, die Atombombe ist kaputt. Hallo. Was haben wir denn hier noch? Stimmt nicht viel, ne? Hallo. Ja, naja. Eine Jüte. Wo führt mich dieser Gang hin? Eine Sackgasse, oder? Sich gerade noch bewegt, ich habe es genau gesehen. Das ist so eine Atombombe. Funktioniert halt nicht. Wir können so auch schöne Basis bauen. So schön neben so Atombomben und so, dann fühlt man sich doch sicher. Oder? Da bin ich der Einzige, der sich neben Atombomben mehr sicher fühlt. Ja. Wenigstens füllen wir mit diesem Gebiet hier den ganzen Part, hoffentlich. Boah. Also Einsteiger, hallo? Stell ich doch mal nicht so an. Das wär's. Einfach nur Leiche. Weiter. Ich erwarte noch eine Wackelpuppe. Ich erwarte ich nicht. Geh weg. Und so stark. Ja, immer als letzter Gegner. Okay, letzte Bosse wird es nicht geben. Im Spiel glaube ich nicht. Also letzte Schlachten wahrscheinlich. Wenn meine letzte Schlacht sein wird, ich werde da durchrennen, als wäre das nichts. So ein Gefühl. Ich frage mich, wo ich am Ende rauskomme. Falls ich irgendwo rauskomme. Ich konnte einfach durch den Vordereingang von dem Ding hier reingehen. Das ist jetzt nicht so. Was? Na doch. Na. Lag schon so irgendwie so. Oh, ich mach gerade ein Nickerchen, störe mich nicht. Oh. Was tun wir denn? Hier. Boah. Ich soll immer aktivieren meinen allerletzten Gegner. Darf doch einfach nicht wahr sein. Komm, Gegners. Ich habe meine Idioten-Skill gerade aktiviert. Ist irgendwie nicht so aus, als wären sie sicher. Müssen irgendwie, weiß ich nicht, mit so Dinger festgehalten werden.
Wir haben irgendwie voll viel Freiraum, habe ich so das Gefühl. Nimmst du noch einmal an, dann bing, wusch. Hui. Wo lande ich denn hier am Ende? Sag Gefühl, ich hätte durch diesen Weg hier reinkommen müssen. Ja, sehen mal, hätte man von unten die ganzen Türen aufgemacht und hallo. Nee, das sieht ja schon nach Ende aus. Ma. Na gut, wo bin ich denn? Ich dachte, ich hätte vorhin einen antiken Tempel irgendwie gefunden. Also nur so ein Turm-Test-Dingen. Wahrscheinlich. Hallo, hast du denn alles dabei? Leuchtendes Meer, Arman. Na gut, dann eben nicht. Es ist wahrscheinlich irgendwie googeln oder so, um zu wissen, was da für eine tiefgründige Story hinter diesem Gebiet steckt oder so. Ach, ich bin hier. Ich war letztens versucht, irgendwie reinzukommen. Ging aber nett. Ich muss wieder Relics einpumpen. Ah, zum Glück sind hier noch ein paar Orte in der Nähe. Mal weiter in der Richtung. Vielleicht ist da noch was. Ist ja nicht direkt irgendwie so. Also nicht. In der Karte hier gewesen. Aber jetzt auch ohne Dinge rum durch die Gegend. Rum durch die Gegend, geil. Und der Power Armor hat wahrscheinlich ein bisschen weniger Strahlungsresistenz. Aber das macht ja nichts. Da glaube ich nur so Fabriken oder irgendwie sowas in der Nähe. Ach, geh weg. Nicht gegen euch, Viecher. Alles nur ihr nicht. Nee. Skorpion auch nicht. Sind eigentlich nur nervige Viecher. Rumlaufen, glaube ich. Todeskrallen. Ja, von denen haben wir noch gar keinen gesehen, ja. Und der verfolgt du mich jetzt, der tut sich jetzt durch den Bogen graben und sich immer hinter mir porten, mehr oder weniger. Na, da war eine Todeskralle. Ich mal gekonnt ignorieren. Ich kämpfen ja gegeneinander. Boah, folgt mir jetzt den ganzen Weg hin, ne? Warte mal, das war nicht der Ort, wo wir letztens drin waren, oder? Doch, doch, da ist die Höhle. Höhle, ich muss noch meine Power Armor da abholen. Meine zukünftige, wo ich brauche die eigentlich nicht. Eine blöde Raider Armor. Sowieso verdammt schlecht. Dann sind wir wieder, ja gut, gehen wir mal da zurück. Ich weiß, hat hier ein Ort auf jeden Fall noch ist, zu dem ich nicht hingegangen bin. Ist noch nicht mehr, wo er war. Aber irgendwo hier wird er schon sein. Also Flugzeug, ne? Ja. Ich denke mal, als sind Gegner irgendwie, die so voll extrem leuchten. Dieses, weil in diese komische Farbe, immer diese leuchtende Farbe. Dieses leuchtende Weiß. Irgendwann mal in Richtung des Turms. Irgendwo hier war noch irgendwas. Ich weiß jetzt nicht mal was. Ob eine Fabrik oder so war noch. Nee, da ist ein Sendeturm. Da mal schon. Oder? Ja, ich dachte, ein anderer. Da. Schon sagen, irgendwas hat dir gefehlt. Voll ekelhaft auf wie so eine Wand hängen. Ich muss sie töten. Kirche ist das. Genau. Kein. Ist das erkundet oder nicht? Das sieht so unerkundet aus, das Zeichen.
Gut, da ist so eine Kirche, eine glänzende Kirche. Mein Gott, wie die glänzt. Oh. Wohnt da etwa Jesus? So, das ist eine Vault. Ja, die eine, genau. Und den Robotern hier geschützt worden ist und den Gunnern. Ich soll meinen Right Away vielleicht nehmen. Hopsmarsch, Pfingstkirche. Nein, ist noch eine Höhle. Und da sind viele Gegner, sind aber bestimmt nicht. Bestimmt nur irgendwie so Red Kakerlaken oder irgendwie so was, ne? Komm ich da rein? Alter! Bleibst du hier? Da ist aber Feuer am Boden. Doch, Mann. Das wäre irgendwie halt am Boden, so Öl, Benzin oder was weiß ich. Man muss nämlich immer einmal an. Boah, 600. So, jetzt müsst ihr alle da unten kommen. Na, warte. Kommt jetzt alle da raus, rein, wo auch immer ihr seid. Hi. Nicht sogar hier irgendwie perfekt irgendwo rein. So, ihr gebt mir jetzt alle wie blöd Erfahrungspunkte, bitte. Danke. Gebt mir die Erfahrungspunkte. Gebt mir die Erfahrungspunkte. Jawohl. Wir haben eine bessere Knarre gefunden, glaube ich. Alter, der erste Schlag, der trifft nie irgendwie, habe ich das Gefühl. Mein Gott, an einer Stelle hier nur. Ah, abgewehrt. So, meine Güte. Und das passiert, wenn man sich mit mir anlegt, ja. Killers 50% Schaden gegen Menschen, das ist nicht schlecht. Und dann haben wir noch eine Höhle gezeichnet. Da war, wollte ich jetzt noch mal aufleveln. Ich weiß es gar nicht mehr. Oh, meisterhaft verschlossener Safe. Challenge accepted. Na, warte, dich kriege ich auf. Boah, nächstes Mal mache ich so eine Challenge. Laufe ich nur mit einer A-Klammer durch die Gegend. Ich die Herausforderung mag. Oh. Hui. Schön. So. Wie perfekt, dass ich genau hier so auf den Baum gelandet bin. So, hier ist aber die starke Makrobe, oder? Dann Rick, ey. Dann gehen wir aus dem Weg. Oh. Wenn die Leichen alle produziert. Den habe ich aufgehoben. Ich habe den gerade geöffnet. Einer hat nur überlebt. Kann sich eigentlich wagen. Okay. Mal schauen. Bestimmt schon irgendwo verpasst oder so. Wie komme ich jetzt wieder raus eigentlich? Das ist voll underground hier. Durchs Dach, ne? Einfach rausspringen. Bleh. Ich würde sagen, wir leveln hier aber noch auf und dann beenden wir ein Part. Weil wollte ich jetzt noch mal aufnehmen? Das ist eine gute Frage.
Irgendwann habe ich dort hinaufgearbeitet. Wenn du ohne Begleiter unterwegs bist, hast du 25 Aktionspunkte mehr. Oder das? Nee, ich habe irgendwas anderes, glaube ich. Wenn du überladen bist, kostet dich. Nein. Linke Finger, keine Aktionspunkte mehr. Ich habe da. Wo ist das nochmal? Welche Fähigkeit habe ich nochmal? War nicht einsamer Wanderer, ne? Irgendwas anderes. Boah, was denn? Da habe ich halt noch nicht angefangen. Ich glaube, ich in Ruhe noch mal nachgucken. Ja, das hier war das, ne? Sprint kostet 50% weniger Aktionspunkte, genau. Winden kostet 50% weniger Aktionspunkte. Ja, damit ich mich schnell durch die Gegend bewegen kann, genau. Das bald nicht mehr notwendig sein wird, weil wir bald alles erkundet haben. Aber okay, würde ich sagen, der Part hier geht zu Ende. In der nächsten Folge werden wir dann. Was ist das denn? Wenn ich heute den Gottesdienst nicht teilnehmen werde, habe ich den Schlüssel zum Teil unter der Kirche machen. Unter ihm versteht. Weißt du, danke, dass ich. Okay, dann würde ich sagen, ich beende den Part hier. Und wenn euch der Part gefallen hat, bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.